3, 2, 1. Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JB Cars TV und heute zeige ich euch den Top-Moment von 2019. New. Das Auto, das wir gekauft haben, ist ein 1986er Toyota MR2 Mark 1. Ein typisches 80er Jahre Auto. Es hat Ecken, es hat Kanten und es ist der perfekte kleine Sportwagen fürs günstige Geld. New. No matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. New.
Giulia! Preso 400 farina, abbiamo pesato. Der Königsek Regera ruft CTR Nisseler Sterling Moss Pagani Huayra Italdesign GTR 50 der Bugatti Divo zwei Satzfelgen. New. Das ist ein anständiges Auto. Der ist das einfach nur hässlich, Holger. Wie viel hast du gezahlt? 500 Euro. 500 zu viel, meine ich, ne? Hey! Was soll das sein? Eine Operkarre? Passt zu Captain Slow oder wie? Aber wie viele Kilometer? 345.000. Ich hab die Hälfte. New. Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen. Nun lasst uns Abschied nehmen von diesem wunderschönen italienischen Ingenieurkunst und lasst uns eine Runde trauern. Eine Gedenkminute für den schönen Alfa Romeo von Ralf. So Jungs, jetzt kann man ja anzünden, oder? New. Hä? Was ist denn? Wir haben eine Challenge bekommen. Oh ne. Soll ich vorlesen? Mach mal. Ja, warte. Wart, ich komm gleich. Der schläft hier. Aufwachen! Guten Morgen! Ja, spinnt's ja oder was? Morgen, Schlafmütze! Wir haben eine Challenge bekommen! Geh mir wurscht, du. Um was geht's denn da? Mal schauen, ich hab's noch nicht aufgemacht. New. Also 37 sind wir schon, ne? Kilometer in der Stunde. Können wir wieder aufhören eigentlich, ne? Bin noch nie so entspannt. 180 gefahren. Merkst du dir, den in den Sitz reingedrückt wirst? Unfassbar. Er ist ja ein Apollo 13 Scheißdreck dagegen. So, jetzt gehen wir in astronomische Geschwindigkeitsregionen über. Aber man muss sagen, es kommt in diesem Auto einem schneller vor, ne? New. Ups, aber. Oh, das ist ein Zettelgewuschel, hey. Ey, die Herren. Ach du meine Güte. Dauert 2 Stunden, um Gottes Willen. Die Oldschool-Bewegung in der freien Natur. Wir sind auf die Idee gekommen, dass es Trimmlichtpfad Brustdrücken heißen könnte. Zum Wandern hab ich keine Lust. Da. Und wie findest du das? Scheiße. Schon, ja. Ich bin krank und hab keine Lust zum Laufen. Viel Spaß. Los geht's. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ab.
Laufen auch noch. Geschafft! Sprint am Berg, habt ihr einen Schaden? Jungs, ich glaube, ich habe ein Problem. Olga? Mein Auto geht nicht mehr. Nein! Wie? Der Ford! Ein Auto voller Qualität! Kaputt! Die Zage, das schaut aus wie ein Christbaum, doch nicht in der Gülle. Ja, alles im Arsch. Das war's jetzt dann. Niu. Du meinst du wirklich, dass das so eine gute Idee ist, den Weihnachtsbaum mit dem Porsche zu fahren? Ja, geht schon. Wir hätten doch den Pickup nehmen sollen. Niu. Danke an alle meine treuen Zuschauer für dieses unglaubliche Jahr 2019. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, diese Videos für euch zu machen und ich hoffe, dass nächstes Jahr ich mit meinen Videos noch mehr Leute ansprechen kann. Ich hoffe, ihr hattet ein frohes Fest und ich wünsche euch ein glückliches, frohes, actionreiches neues Jahr 2020. An Silvester, also am 31. Dezember, gibt es noch einen kleinen Rückblick, noch ein kleines Silvester-Special, wo ich zurückblicke und all die wunderbaren, teuren, schnellen, unglaublichen Autos zeige, die ich dieses Jahr gesehen hatte. Und viele der Aufnahmen hatte ich bisher noch nie gezeigt. Also verpasst das Video nicht nächste Woche, wenn ich sage, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf diesen Like-Button und ich sehe euch an Silvester. Ciao!